Lori Bonnie Bianco. Dankeschön. So, wie heißt es so schön? Aller guten Dinge sind drei. Vor 3 Jahren war er auf dem Schülerferienfest und da hat er sich gesagt, okay, nach 3 Jahren, es passt so schön mit der Zeit. Ich will wieder dahin. Ein Mann, ein Wort. Hier ist er. Thomas Anders. Thank you.
nächstes, also das war dann Love of My Own. Und als nächstes singe ich für euch noch einen langsamen Titel, danach geht's wieder etwas heftiger. True Love. Thomas Anders. Ja, das waren sie, die beiden Titel von der aktuellen Single Love of My Own und True Love.
Interessant ist es, finde ich, dass man auch mal sich um die Produzenten kümmert, denn die stehen ja so ein bisschen im Hintergrund. Und du hast ja Produzenten, das sind ja Namen, mit denen man auf Anhieb nichts anfangen kann. Oder wisst ihr, wissen Sie, liebe Fernsehzuschauer und Hörer von SR1 Europawelle Saar, wer Gus Dudgeon ist? Er ist der Produzent, ich glaube, seit 20 Jahren von Elton John. Thomas, die beiden Titel kennen wir alle, deine Fans auch. Aber jetzt hast du noch was ganz Neues im Handgepäck. Ja, wirklich ganz neu, und zwar so ein Vorgeschmack auf das kommende Album im August. Und der Titel heißt Soldier. Und auch da hat er sich wieder einen tollen Produzenten ausgesucht, nämlich den von A-ha und Cliff Richard, Alan Tarney. Ich bin gespannt, was draus wird. Hier ist dann noch einmal Thomas Anders und Soldier. You see the world he wants.
Danke, tschüss.